Hallo Freunde und herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Ich mache heute mal was ganz anderes. Heute kein Radfahren in Anbetracht meiner angeschlagenen gesundheitlichen Situation und dessen, dass ich eigentlich mal die Natur wieder von ganz nahem genießen möchte, ohne schnelles dran vorbeifahren, habe ich mich dazu entschlossen, heute mal an die aus meiner Sicht echte Neckarquelle zu fahren, hier eine schöne Rundtour zu laufen am Schwenninger Moos. Die meisten werden sicherlich den Weg, auf dem ich mich gerade befinde, vom Neckartalradweg kennen, wenn ihr hier schon mal vorbeigekommen seid. Ansonsten für alle anderen gibt es hier einiges zu entdecken und wir werden heute eine ganze Rundtour laufen, sind 3,5 Kilometer und ein bisschen was entdecken. Könnte eine sehr interessante Tour werden, denn es hat ein bisschen geregnet die letzten Tage und verspricht schön matschig zu sein. Denn diese Blanken, die hier die meisten kennen, die sind nur im vorderen Teil, im hinteren Teil. Es ist Waldwege. In dem Sinne, Freunde, wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video und bis gleich auf der Strecke. Naturschutzgebiet Schwenninger Moos, direkt am Neckartalradweg. Die meisten, die schon mal hier waren, werden genau dieses Bild hier kennen. Schöne Moorgebiet. Schöne Blanken. Heute natürlich wunderbares Wetter, habe ich richtig gut erwischt. Machen wir einen schönen Rundumblick. Ja, normalerweise schneide ich solche Sachen eher raus, aber hier war es wirklich so schön, dass ich einen kompletten Rundumblick zeigen wollte. Gleich habt ihr es geschafft. Ja, jetzt im Frühjahr riecht sie auch nicht mehr so gammelig wie manchmal im Sommer, wenn es ein bisschen ausgetrocknet ist. Und ich glaube, es verspricht richtig schön zu werden. Das war eigentlich schon lange mal ein Projekt von mir, hierher zu kommen, den wirklichen Ursprung des Neckars zu zeigen. Denn die Quelle, die vorne im Stadtpark Möglingshöhe zu sehen ist, die man auch immer wieder auf den Videos sieht, die wurde dort halt nur gefasst. Ich finde, das hier ist eigentlich viel sympathischer als Quellgebiet, als dieses, naja, dieser Steinklotz. Ne? Das finde ich eigentlich viel schöner hier. Ja, Freunde, gerade im vorderen Teil, der vielleicht einigen noch ein bisschen bekannt sein dürfte, weil er nicht weit von den Blanken weg ist, ist es sehr schön mit diesen ganzen Wasserstellen. Im hinteren Teil ist es mehr Waldgebiet und ein bisschen Wiesen. Und es gibt einen schönen Ausguck dort, wo man ein bisschen auf die Moorlandschaft gucken kann. Werden wir ja gleich sehen. Werden wir gleich zusammen hingehen. Und Wegequalität ist doch eigentlich recht gut heute, muss ich sagen. Viel besser als gedacht. Ihr seht, hier führen auch einige Wanderwege lang. Der Neckarweg, Ostweg und soviel ich weiß auch der Schwarzwald-Jura-Bodenseeweg, von dem es auf meinem Kanal auch ein bzw. 3 Videos gibt. Könnt ihr mal reingucken. Sind ziemlich alte Videos, ich glaube 5 oder 6 Jahre alt. Ist aber trotzdem noch interessant. Damals gleich noch mit einer Lumix gefilmt. Bisschen verwackelt deswegen, aber trotzdem interessant. Hier auch nochmal. Naturschutzgebiet Schwenninger Moos, Ursprung des Neckars. Da könnte man weiterlaufen, da kommt aber eigentlich nur der Neckartalradweg, sonst nichts. Und für uns geht es jetzt hier weiter. Freunde, wie ihr seht, hier darf die Natur noch Natur sein. Da darf noch alles vor sich her modern. Das sieht man eigentlich auch relativ selten, dass die Natur wirklich noch Natur sein darf. Hier muss man ganz klar sagen, hier wird auch eingegriffen. Und zwar im Rahmen dessen, dass halt Bäume gefällt werden, die für den Weg hier gefährlich sind. Also für den Besucher gefährlich sind. So, und da ist der erste Ausguck. Kann man direkt aufs Wasser gucken. Echt schön. Das ist doch mal ein Bild, Leute, ne? Echt schön hier.
Ich finde, das ist, macht viel mehr her als diese gefasste Neckarquelle. Ich glaube, das ist eher das Quellgebiet hier. Oder was sagt ihr? Für den interessierten Besucher gibt es auch immer wieder solche Infotafeln. Wenn es euch genau interessiert zur Geschichte des Torfabbaus im Schwenninger Moos, dann einfach hier kurz Stopp drücken und dann wieder weiterlaufen lassen. Neben dem eigentlichen Moos gibt es auch immer wieder Möglichkeiten, aus dem Moos rauszulaufen. Wie hier, weiteres Infokärtchen. Also hier gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit rauszulaufen. Im Sommer stehen hier meistens Kühe. Ist dann auch besonders schön. Bisschen matschig noch, ehrlich gesagt. Hier sieht man es auch, dass hier öfters mal Kühe stehen. Wetter ist auch schön, mit den Wolken im Hintergrund. Fein, trotz Krankheit. Kann man sich hier doch ein bisschen dran erfreuen. Man soll ja rausgehen, nicht nur in der Heizungsluft sitzen. Was Gutes für die Gesundheit tun. Man darf es nur nicht übertreiben, sondern schön in Ruhe. Aber das war ja eh mein Ziel heute. Rausgehen, Natur genießen, Seele baumeln lassen, gesund werden. Und euch ein paar schöne Bilder vom Ursprung des Neckars zeigen. Blick Richtung Donaueschingen. Wenn wir ein bisschen schwenken, Richtung Marbach-Villingen. Hier auch nochmal der Hinweis, dass es sich auch tatsächlich um ein Naturschutzgebiet handelt und hier Radfahren deshalb nicht erlaubt ist. Gerade für die wichtig, die hier mit dem Rad ankommen. Draußen kann man es theoretisch abstellen, würde ich vielleicht auch davon absehen, aber wenn ihr hier mal eine Übernachtung habt oder so, dann ist das richtig empfehlenswert hier. Wirklich sehr. Hier seht ihr das, was ich vorhin meinte. Im vorderen Bereich, da ist es größtenteils beplankt. Hier sind es eher befestigte Waldwege. Dafür ist hier sehr viel weniger los. Hier gibt es dann die Infos darüber, was hier tatsächlich gemacht wird, was nicht. Mit Motorsäge und Freischneider, Pflegemaßnahmen im Naturschutzgebiet. Und es geht hier entlang. Das ist das, was ich meinte. Blick aufs Moorgebiet. Ohne viel Wasser. Nicht so meins, ehrlich gesagt, aber der Vollständigkeit halber und vielleicht, weil es einige sehr interessant finden, möchte ich es gerne zeigen. Sieht hier natürlich im Sommer und Herbst deutlich interessanter aus, wenn hier alles blüht, wie dieses doch relativ graue. Schön. Sehr schön gemacht hier. Ha, und die Sonne, Freunde, die Sonne. Blauer Himmel, Sonnenschein. Ganz schön nass gemacht. Wieder Vernässung im Moos. Und am Rande dieses Birkenwäldchens verbirgt sich wieder so ein kleiner unscheinbarer Weiher. Echt schön, dass es hier von lauter solchen kleinen Bächen durchzogen ist. Nochmal ein schöner Blick von hier. Wirklich schwierig, hier nicht die ganze Zeit die Kamera in die Hand zu nehmen. Wunderschönes Wetter, Vogelgezwitscher, was möchte man mehr? Aber was ein bisschen stört, man hört es vielleicht im Hintergrund so ein kleines bisschen. Hier geht eine Bundesstraße und eine Landesstraße gleichzeitig entlang. Ist ein bisschen störend manchmal, aber ansonsten ist es doch hier wunderbar, Leute, oder? Und egal, wie man die Kamera hinhält, außer bei mir, mich kennt ihr ja schon. Es gibt hier echt immer was zu entdecken. Egal, ob man nach oben schaut oder in die Mitte schaut oder nach unten schaut. Das ist einfach wunderschön hier. Und doch so nah. Das ist wirklich was, wo ich sagen muss, da machen andere Urlaub. Und das ist echt schön hier. Die Luft ist sehr frisch. Also nicht kalt, sondern einfach. Man merkt schon, dass es hier besonders gut ist. Hier kann man richtig schön durchatmen. Und das mit meiner verschnupften Nase. Die Hälfte haben wir schon fast. Leider. Aber viel mehr als die 3,5 Kilometer gehen heute auch nicht. Hier würde es nach Bad Dürheim gehen. Aus Richtung Zollhaus kommen wir.
So sieht so ein Schild aus, wenn es ein paar Jahre steht, im Gegensatz zu dem, was ich euch am Anfang gezeigt habe. Finde ich schön, dass sie einfach stehen gelassen werden und dann vor sich her wittern. Viel besser als dauernd ein neues hinzumachen oder wie auch immer. Die halten auch gut 20 Jahre. Da stand am nochmal anderen Ende, stand längere Zeit eins. Das ist, glaube ich, mittlerweile auseinandergefallen, wurde entfernt. Man kommt hier also auf verschiedensten Wegen hin und wieder zurück. Hier hinten ist kein Parkplatz, aber man kommt hier über den Schwarzwald-Ostweg. Ich glaube, ich bin richtig mit Ostweg. Wenn nicht, werde ich es hier unten korrigieren. Uff, reingeklatscht. Auf alle Fälle, da muss man nur ein ganz kleines Stück an der Straße entlang laufen und dann ist man wieder im schönen Wald rund um Bad Dürrem, wo ich auch schon ab und zu mit dem Fahrrad mal war. Hier gibt es nochmal Infos zum hinteren Bohrhaus. Wen es interessiert, gerne mal lesen. Diese Infotafeln sind immer sehr interessant, kann sie aber unmöglich alle vorlesen, dann werden die Videos Stunde oder noch länger und das will ich nicht. Hier das Schild habt ihr, glaube ich, so gesehen ganz am Anfang. Muss ich mal selber vergleichen, bin mir gar nicht sicher. Und auch wenn solche Ecken eigentlich immer so Pipi-Ecken und vielleicht noch was anderes sind, möchte ich trotzdem einmal entlang gehen. Okay, hier ist wirklich viel Hinge, naja, gemacht worden, obwohl es hier eigentlich schön wäre. Direkt zwischen Moos und Bundesstraße, Landesstraße, wäre eigentlich sehr schön hier. Dem kann man, glaube ich, nicht abreden. Bis auf den Müll, der hier weggeworfen wird. Aber das ist ja Standard. Leider. Schon der Müll entdeckt, den ich wieder melden muss. Gerade. Naja. Ihr seht selbst. Hier werde ich wohl nicht weiterlaufen. Ein schönes Gematschi hier, Leute. Wie gesagt, das ist kein Schwenninger Moos hier. Aber ich wollte hier trotzdem schon lange mal lang gehen. Deswegen mache ich es jetzt auch. Also wieder zurück ins Moos. Kaum kommt man hier rein, zwitschern die Vögel. Das tun die auch so, aber man wird halt davon abgeholt. Das ist echt wunderbar. Die Schäfchen im trockenen Magerrasen im Moos. Trocken ist es hier aber nicht. Aber da geht es ja auch um was anderes. Ich freue mich zwar schon wieder auf die Radtouren. Wandern finde ich wunderschön. Muss ich auch sagen. Finde ich echt wunderschön. Ist bei YouTube kein so ganz so beliebtes Thema, glaube ich. Ist zu sehr Nische. Aber würde ich eigentlich auch gerne öfters mal zeigen. Nur diese 3,5 Kilometer, die ich jetzt laufe, sind für meine Knie Limit. Warum das so ist? Wahrscheinlich trainiere ich das zu wenig. Deswegen sollte ich es eigentlich öfters machen, tue ich aber nicht. Einfach weil ich am Radfahren mehr Spaß habe und beim Wandern mehr in den Schmerz reinlaufen muss. Nicht so meins, ihr wisst schon. Freunde, was natürlich deutlich einfacher ist als beim Radfahren, sind solche Vorbeilaufszenen. Aber dafür ist beim Fahrradfahren mehr Action dabei. Genau das ist aber das, was ich heute nicht möchte. Action. Sondern ich möchte heute Entspannung, der Lunge gut gehen lassen, dass mal hier wieder alles frei wird. Erholung halt. Vielleicht, und das kann ich noch nicht garantieren, kann ich in der nächsten Woche mal noch ein paar Bilder in Brandenburg machen. Vielleicht reicht es dort ja auch für ein Video oder zumindest für einen schönen Zusammenschnitt. Da gibt es nämlich auch einiges an Natur. Genau, just an der Stelle kommt man noch einfacher dorthin, wo ich vorher gesagt habe, wo man wieder in den Wald reinkommt. Da muss man nämlich im Grunde nur die Straße überqueren. Und da laufe ich jetzt mal ansatzweise hin. Zeige ich euch hier noch Beile, Schwerter, Moor, Gottheiten, Geschichtsbuch Moor auf Spurensuche. Wenn es euch interessiert, sehr gerne.
ich kann diese Tafeln einfach nicht alle vorlesen. Und mein Krankheitskopf, der kriegt es auch nicht zusammen, das zusammenzufassen. Ist einfach so, ist ganz ehrlich. Das ist übrigens, was ich meine. Es wird natürlich hier von Menschenhand eingegriffen. Und ob es dann richtig ist, dieses Totholz liegen zu lassen oder nicht Totholz, es ist ja nicht tot, aber es ist halt gefällt, ist so eine Sache für sich. Ich bin da nicht im Fach, kann es nicht beurteilen, ob es gut oder schlecht ist. Es wird jedenfalls größtenteils so gemacht. Und hier würde man halt bis hier hinten hintingeln, über die Straße gehen und weiter wandern. Ihr seht ganz viele verschiedene, ja, die Natur ist ganz verschieden hier. Ganz viele verschiedene Eindrücke, die man hier sammeln kann. Hier ist eher dieses Enge, dann gibt es die Wiesen weiter hinten. Dann kommt man sich eher vor wie im Wald oder offenes Wasser. Das ist also echt schön und es ist echt gute Luft hier. Im Gegensatz zu in der Stadt, da hat es sich echt mal gelohnt, das Fahrrad dort zu lassen, wo es ist. Ich kann es dem einen oder anderen sicherlich empfehlen, hier einen Abstecher zu machen, wenn ihr eh am Neckartalradweg unterwegs seid. Und warum auch immer in Villingen gestartet seid, das verstehe ich eh nie. In der Tat ist es nämlich was, was ich nicht so recht nachvollziehen kann. Und vom offiziellen Verband bekommt man da keine Antwort. Auch von den angeschlossenen Gemeinden und Städten nicht. Weil, warum beginnt der Neckartalradweg an der Brigach? Was macht das für einen Sinn? Villingen hat eigentlich sozusagen nicht viel mit dem Neckar zu tun. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass es gemacht wurde, weil viele Fernverkehrszüge, Nahverkehrszüge in Villingen halten, in Schwenningen doch nur der ganz nahe Nahverkehr. Vielleicht deswegen und weil man vielleicht hier am Moos vorbeikommt. Deshalb in dem Sinne, Freunde, haltet hier mal an, lasst hier ganz am Anfang des Neckartalradwegs eure Seele baumeln und genießt das Quellgebiet des Neckars, den Neckar-Ursprung. Es hat heute übrigens feine 13 bis 14 Grad, aber die Wetter-App meinte, es könnte noch regnen, was ich für Quatsch hielt. Aber wenn ich das da hinten sehe, ist es vielleicht doch nicht so Quatsch. Und es könnte noch regnen. Aber ich bin da dann schon zu Hause trockenen Fußes. Und ja, ich bin hier mit einem Auto angefahren, was eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Aber meine Lunge will heute nicht mehr als 3,5 Kilometer. Deswegen ausnahmsweise mal so. Hier stand also eigentlich mal ein uraltes Schild. Das geht jetzt einigermaßen noch. Ich glaube, auf der Rückseite sieht man es. Das ist das Neuere. Hier war mal ein ganz altes. Und hier sind Weidenkätzchen. Fragt nicht, Freunde. Ich weiß es auch nicht. Könnte wieder so ein Pipi-Eck sein. Hier geht's zu einem großen Parkplatz. Da könnt ihr auch parken. Ich habe direkt am Moos geparkt. Direkt an den Blanken. Weil unter der Woche ist da nicht allzu viel los. Ich kann euch in dem Sinne übrigens empfehlen, hier wirklich unter der Woche herzukommen. Am Wochenende habt ihr nicht eure Ruhe. Ganz sicher nicht. Weil da ist es hier knallvoll geparkt und vorne knallvoll geparkt. Und hier sind locker ein paar hundert Leute. Und heute sind vielleicht 10 oder 20. Die verteilen sich aber ganz gut auf die 3,5 Kilometer. Laufen wir noch die letzten paar hundert Meter. Und dann machen wir noch ein kleines Fazit zu dem schönen. Eigentlich braucht man kein Fazit machen. Ihr habt es gesehen, es ist wunderschön hier. Ist es wirklich nur ein Toilettenweg oder ist es noch mehr? Das interessiert mich nun wirklich. Ist es schon Naturschutzgebiet oder noch nicht? Darf ich hier laufen oder nicht? Ich weiß es nicht. Scheint aber hier nicht der Erste zu sein, der hier läuft. Ist gut ausgedreht.
sattes Grün von den Wiesen. Jetzt wird's richtig Frühling. Dann gibt's auch wieder was im Garten zu tun. Sollte ich mich darüber freuen? Ja, definitiv. Nicht über die Arbeit, aber über das Schöne. Wenn um die Jahreszeit herkommt, dann zieht vernünftiges Schuhwerk an. Wenn ihr im Winter hierher kommt, lauft am besten nicht außen lang. Dann bleibt bei den Blanken, wenn ihr dort überhaupt laufen könnt. Und dann ist auch gut, weil die Natur muss sich auch ein bisschen erholen. Und es tut sie am besten, wenn da nicht allzu viele Leute rumlaufen. Eins der bekanntesten Bildchen. Wir gehen allerdings erst nochmal hier entlang. Da gibt es nämlich noch ein paar Informationstafeln und ein wirklich sinnvolles Pavillon. Auch wenn es nicht sinnvoll erscheint, hat mir aber schon in manchen Situationen geholfen. Ich sag nur Sommergewitter. Spezialisten unter sich vom Leben im Hochmoor. Ohne Moos nichts los. Das kennt ihr schon von unterwegs. Salzlager, See, Sedimente. Die Entstehung des Schwemminger Mooses. Am Anfang war der See. Die sehen irgendwie ein bisschen arg klein aus im Gegensatz zu denen. Oder gab es Riesenrehe, die so groß waren wie Mammuts? Glaub nicht. Ich weiß, es ist eine bildliche Darstellung, aber trotzdem. Und außerdem hat man von hier oben nochmal einen ganz anderen Blick. Ich finde, dieses Schild sagt eigentlich alles aus. Neckarweg vom Ursprung zur Mündung. Hier ist der Ursprung. Und diese Quelle im Stadtpark Möglingshöhe. Sicherlich touristisch auch interessant, aber das ist eher die Quelle. Anhalten. Angucken. Schön. Das ist jetzt hier der vordere Teil vom Moos, den die allermeisten kennen, die hier schon mal waren. Ist ja auch einer der schönsten. Wobei die hinteren auch was Spezielles haben. Spezielle Schönheit. Wie gesagt, geht hier mit gescheitem Schuhwerk hin vorne und nehmt euch Zeit. Mindestens eine Stunde, eineinhalb Stunden. Wen es interessiert, hier kann man übrigens auch einiges über Wasservögel und andere Vögel lernen. Wen es interessiert, meins ist es nicht so, aber ich zeige es gerne. Nordsee oder Schwarzes Meer? Ich glaube, ein ausgiebiges Fazit brauche ich hier nicht zu sprechen. Diese schöne Natur spricht für sich selbst. Ich wollte ja schon sehr lange mal hierher kommen. Jetzt habe ich es endlich mal gemacht mit der Kamera. Freunde, in dem Sinne möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. War eine sehr schöne Runde im Schwenninger Moos am Neckarursprung, die ich sehr gerne wieder machen möchte. Jetzt habe ich sie mal mit der Kamera verfolgt. Und ich hoffe, dem einen oder anderen hat's gefallen. Mal was anderes als eine Radtour. Und genau das Richtige, wenn man erkältet ist, wie ich, um wieder fit zu werden mit der Heilung der Natur. Kann schon sehr viel machen. In dem Sinne, Freunde, wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal, beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.